Freunde, wie geht's euch? Herzlich willkommen bei Markus Canaria. Wir sind jetzt gerade in Las Palmas, in der Hauptstadt der Insel, im Karneval und zwar am großen Abschlusswochenende. Heute haben wir hier die große Parade durch die Stadt und zum Schluss die Feier am Hafengebiet im Plaza Santa Catalina, wo Aufführungen sind, Shows und große DJ-Bühnen aus Essensstände. Da vorne schon der erste Truck, der hier durchgeht. Und Karneval hier ist ein bisschen anders als in Deutschland. Wer es kennt, wo es gemütlich ist, hier sind ein bisschen mehr Rhythmen, südamerikanische Rhythmen. Hier wird ein bisschen mehr getanzt und gefeiert dabei. Und da schauen wir uns gleich mal an, wie das genau aussieht. Also super witzig finde ich, wenn man so durch die Kostüme guckt, gerade bei den kanarischen Jugend, bei den Jungs, das auf jeden Fall schwer angesagt, Balletttütüs zu tragen, sich als Engelchen zu verkleiden, also geschätzt die halbe männliche Jugend ist hier unterwegs in Frauenkostümen. Das ist für die offenbar ein großer Spaß hier. Und was wirklich auffällt, hier wird friedlich gefeiert. Die Leute tanzen, trinken natürlich, aber alles in Maßen. Und du siehst auch die Polizisten, aber alles am Rande. Ich denke, weil die wissen, dass es hier mehr ums Feiern geht als um alles andere. Und es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, hier unterwegs zu sein.
wir haben das lustige Piratenkostüm in den Schrank gehängt, das Weiße Engelkostüm, weil wir haben uns den Umständen entsprechend jetzt gekleidet. Wir gehen auf eine Beerdigung, den Abschluss des Karnevals. Das ist hier auf Las Palmas die Beerdigung der Sardine. Die wird jetzt in einer extra Parade, in einem Trauerumzug durch die Stadt gefahren, weil die läutet das Ende des Karnevals ein. Und das ganze Ende ist dann beim Strand, wo die Sardine verbrannt wird. In einem großen Ritual, aber nicht bevor das Testament gelesen wird, wo die Sardine verspricht, nächstes Jahr wiederzukommen zum Karneval. So, das schauen wir uns jetzt an. Das wird sich sehr spannend an. Gestern nach der Parade sind wir dann hier nochmal über den Platz gegangen und haben uns die Show angeguckt, wo über die Woche alle möglichen Gruppen waren, von den Karnevalsgruppen, den Kindern, den Miss Karneval und den Drag Queen Gala und Bodypainting gab es da, plus eine große DJ-Bühne. Ich mache jetzt mal hier noch einen Clip rein an der Stelle. Arriba chiquillas, no me sea José Cuba. I don't know where we've gone wrong, but I feel so happy. Wir suchen jetzt einfach den Umzug und die Parade. Wir suchen jetzt einfach auch Leute, die schwarz gekleidet sind, weil hier ist eigentlich dann zu dem Umzug der Dresscode Anzug und schwarze Kleidung für Frauen, weil alle Leute nehmen dann unter Tränen Abschied von der Sardine und vom Karneval. Also wir haben auch gerade den Beginn der Parade gesehen und hinter uns vor der großen Schaubühne ist eine Karnevalskapelle, die auch noch wahrscheinlich die ganze Geschichte der Sardine aufsingt, eben in ein Lied. Und das warten wir jetzt ab und dann setzt sich der Zug in Bewegung Richtung Strand, wo die Sardine beerdigt wird und dann landet das Ganze in einem großen Feuerwerk. Jetzt geht's hinter der Sardine her zum Strand.
Und da bin ich gespannt. Haben Sie eine weitere Sardine oder wie kriegen Sie das große Ding in den Sand und schließlich ins Wasser, wo dann auch das Feuerwerk startet? Also das wird gleich noch interessant. Der Umzug ist auch eine Stunde am Rollen, bis er an der Stelle ist. Und jetzt geht es eben noch ein bisschen weiter, die letzten Straßen, bis wir zum Strand ankommen, am Stadtstrand Las Canteras in Las Palmas. Oh mein Gott, kleines Drama jetzt auf dem großen Truck, der die Parade, den Höhepunkt der Parade darstellt. Auch noch der Strom ausgegangen und jetzt versuchen sie gerade wieder die Musik zum Laufen zu bekommen. Weil ohne ordentliche Musik gibt es hier auf Gran Canaria keine Beerdigung zum Karneval. Wir sind jetzt auch gerade am Strand angekommen und jetzt warten wir, dass der Konvoi hier hinzieht, natürlich mit der Sardine. Und die geht hier hinter uns durch, da sind schon die ersten Trauergäste, wie man hört, ganz betroffen. Und das ist jetzt angesagt, warten, dass das Ganze im Wasser dann weitergeht mit dem großen, spektakulären Finale. Haben wir also die Antwort auf die Frage, wie die Sardine auf das Wasser kommt. Also mit Muskelkraft, die wird getragen und dann auf das Boot gesetzt. Und da sind die Taucher jetzt gerade dran, die festzumachen, bevor das Feuer angeht. Und darauf warten jetzt hier alle Mann am Strand. Für dieses Jahr. Mein Akku ist gerade beim Feuerwerk dann doch alle gegangen und deswegen spreche ich jetzt gerade nochmal die Verabschiedung. Wir sind gerade angekommen auf dem Rückweg wieder zurück im Süden und freuen uns jetzt, weil diese Woche geht der Karneval hier im Süden weiter und da will ich natürlich auch wieder kräftig filmen. Also wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da oder schreib einen Kommentar, was du am besten fandest an dem Karneval im Gegensatz zu Deutschland. Würde mich interessieren, was du denkst. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann klick auf Abonnieren und auf das Glockensymbol, weil dann benachrichtigt YouTube immer, wenn ich wieder ein neues Video zu Gran Canaria rauflade und du bist umso besser informiert bei deinem letzten Urlaub. Und wenn du Wiederkehrer bist, hey, vielen Dank fürs Zurückkommen und fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video also, hab eine großartige Woche. Ciao.